Neuer Impfstoff gegen Corona. Ab dem kommenden Monat ist in Deutschland nach Angaben des Apothekerverbands Nordrhein ein neuer Impfstoff gegen das Coronavirus verfügbar. Ab 12. August kann mit den neuen an JN.1 angepassten Corona-Impfstoffen in Arztpraxen und Apotheken geimpft werden, sagte der Chef des Apothekerverbands Nordrhein, Thomas Preis, der Rheinischen Post. Es deute viel darauf hin, dass spätestens mit Ende der Schulferien mit weiter steigenden Corona-Fallzahlen gerechnet werden müsse. Schon seit Mai steige die Corona-Aktivität in Deutschland. Ein Ende sei nicht absehbar.